Willkommen beim YouTube-Kanal der Imkerei Häusl. Wir zeigen euch heute die Ameisensäurebehandlung mit dem nassen Heider Verdunster. Dazu gehen wir zuerst mal in den Keller. Bei uns in der Imkerei führen wir die Ameisensäurebehandlung mit dem nassen Heider Verdunster durch. Dazu möchte ich euch einige Vorbereitungen erklären. Beim nassen Heider gibt es eine Wanne. Das ist die sogenannte Verdunstungswanne, da ist ein Fließtuch drinnen, wird mit zwei Klammern befestigt. Dann gibt es diesen sogenannten U-Docht in drei verschiedenen Größen. Das ist die große Größe, dann haben wir eine mittlere und eine kleine. Das ist jeweils der U-Docht, wird entsprechend der Anzahl der Waben in den Binnenkästen eingesetzt. Ich habe hier schon mal einen großen U-Docht vorbereitet. Für unsere Bienenvölker auf Zander zweizagig. Dazu brauche ich den großen Docht. Wenn ich ein einzagiges Zandervolk habe, nehme ich den mittleren Docht. Und wenn ich einen Ableger habe, so mit 6 bis 8 Rähmchen, dann nehme ich den kleinen Docht. Den Zusammenbau werde ich euch dann am Bienenvolk selbst vorführen. Jetzt gehen wir mal dazu weiter, was ich alles zum Einfüllen der Ameisensäure benötige. Zur Schutzausrüstung bei der Ameisensäurebehandlung brauche ich säurefeste Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Gesichtsmaske, eine Atemschutzmaske FFP2. Ameisensäure 60% Atusvet, das heißt, es ist für Bienen bzw. tierische Behandlungen zugelassen, keine normale Ameisensäure, sondern eben die Ameisensäure 60% Atusvet. So, dann werden wir die Ameisensäure in den Behälter einfüllen. Ich werde jetzt die Ameisensäure 60% Atusvet umfüllen in den dazugehörigen Behälter des nassen Heiderverdunsters. Bei uns ist die 60%ige Ameisensäure ausdrücklich zugelassen, die Atusvet. Es gibt auch eine 80%ige Ameisensäure. Viele Imker möchten die gerne verwenden, weil sie behaupten, also die ist besser. 80%ige Ameisensäure ist bei uns nur erlaubt, wenn Gefahr in Verzug ist, das heißt, wenn die Temperatur nicht mehr passt, und da muss man sich aber vom Veterinär verordnen lassen. Ich werde jetzt die Ameisensäure umfüllen, dazu öffne ich den Verschluss. Man kann das Umfüllen einfach erleichtern, indem ich einen Trichter benutze. Es geht auch anders. Ich stelle es in ein leeres Gurkenglas, so kann man das Behältnis nicht umfallen. Dann verschließe ich die Ameisensäure. Und genauso den Behälter für den Verdunster mit der dazugehörigen Verschlusskappe. Ich habe diesen Verdunster jetzt vollgefüllt, komplett bis oben hin, das sind dann 300 Milliliter. Es steht auch außen drauf, Achtung, es ist gefährlich, es ist ätzend. Für ein Bienenvolk, das nur einzagig Zander ist, brauche ich keine volle Flasche. Dazu gibt es hier eine Skala, ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Wenn es ganz voll ist, sind 300 Milliliter in der Flasche. Wenn ich ein einzagiges Zandervolk habe, dann gebe ich bei der Skalierung 240 Milliliter, mache ich mir einen kleinen Strich, dann kann ich das nicht übersehen. Und wenn ich nur ein Ablegervolk habe mit 6 bis 8 Waben, dann sind es 180 Milliliter. Und je nach Anzahl, wie viel Säure ich in dem Behälter drinnen habe, bei 180 Milliliter benutze ich den kleinen Docht, bei 240 Milliliter der mittleren, und ich habe, wie vorhin schon angesprochen, den großen Docht benutzt, also für das Volk mit zwei Zagen. Und jetzt gehen wir zum Bienenvolk
und dann erzähle ich weiter. So, wir sind jetzt bei unseren Völkern angekommen. Die meisten davon habe ich gestern Abend schon behandelt. Eins habe ich noch zurückbehalten, das machen wir jetzt. Was wir noch dazu brauchen, diese Wanne mit dem Verdunster, das haben wir ja vorhin schon alles besprochen. Wir brauchen noch zwei Mini-Kanthölzchen. Der Grund ist folgender, die Bienen verkitten sehr gerne diese Wanne. Die Auflagefläche ist deutlich geringer, wenn ich oben und unten bzw. hinten und vorne ein kleines Kantholz lege auf die Oberträger der Waben und dann die Wanne draufstelle. Wir haben es früher anders gemacht und dann haben wir festgestellt, also es war fast nicht möglich, die Wanne ohne sie kaputt zu machen, wieder aus den Völkern zu bekommen. Dann habe ich hier noch längere Kanthölzer, das werde ich euch dann zeigen, wozu die gut sind. Außerdem brauche ich noch einen Einschub. Wir haben offene Gitterböden, wir arbeiten nur mit offenen Gitterböden. Dazu habe ich einen Einschub, einen passenden Einschub, damit der Gitterboden dann abgedeckt ist und damit die Säure nicht nach unten wegdriften kann, gibt es noch einen Schaumstoffstreifen, wobei wir hinten dann die Öffnung verschließen. Was noch wichtig ist, das sehen wir dann alles noch auf dem Video, wir müssen das Flugloch komplett öffnen, damit die Bienen, wenn es zu schlimm wird, wenn die Säure verdunstet, einfach nach draußen können. Außerdem habe ich mir mittlerweile den Smoker angemacht und einen Eimer Wasser dabei. Also für alle Fälle, das ist ganz wichtig, sollte mal eine Säure wegspritzen, dass man sofort abwaschen kann. Also sonst kann es passieren, dass man ein kleines Loch in die Haut kriegt aufgrund der Verätzung. Dann, was ich noch dazu sagen wollte, nach dem Abschleudern haben wir die Völker mit 2 bis 4 Liter Zuckerwasser aufgefüttert. Die Zarge für das Futter ist noch auf den Völkern drauf, beziehungsweise auf dem einen Volk. Das werden wir jetzt abmachen. Darum brauche ich auch den Rauch. Und dann kommt die Leerzarge drauf. Man kann auch je nachdem ein umgedrehtes Futtergeschirr benutzen. Wir haben Halbzargen oder ganz normale Zanderzargen. So, und das machen wir jetzt. So, hier ist die Futterzarge. Ich puste hier oben beim Futteraufstieg etwas Rauch rein. Die Bienen gehen dann nach unten und dann kann ich sie abnehmen. Sollten sich noch mehr Bienen auf der Unterseite befinden, kann ich sie mit dem Besen abkehren. Gut, die Zarge stellen wir jetzt weg. Die Folie wird abgenommen. Und hier sieht man schon, die Bienen haben die Folie sehr angekittet. Ich habe darunter ein Propolisgitter zur späteren weiteren Verwendung. Jetzt gebe ich noch etwas Rauch drüber, damit die Bienen nach unten gehen und ich die Oberträger der Rähmchen vom Wachs und Kittharz befreien kann, damit die Wanne dann plan aufliegt. So, das müsste genügen. So, mein Smoker raucht. Wir pusten die Bienen noch ein bisschen an, damit wir möglichst keine zerquetschen. Dann kommen die
Mini-Kanthölzchen hier quer auf die Oberträger. Das Volk wurde vorher bereits plan eingerichtet, das heißt mit der Wasserwaage eingerichtet, damit die Säure richtig verdunsten kann. Dann nehme ich jetzt die Säure, schraube den Deckel ab, mit dem ich es transportiert habe, und stelle den U-Docht. Da ist eine Nase drinnen, darum verdreht sich auch das beim Zuschrauben nicht, und schraubt es fest zu. Ja, dann wird der Befestigungsmechanismus draufgestellt und anschließend an diese Nase hinten eingedrückt. Und so hält es. Hier kommt noch der Schraubverschluss unten rein. Da kann ich dann nächsten Tag oder nach ein paar Stunden schauen, ob die Flasche tropft oder nicht. Wenn sie tropft, muss ich den Verschluss nochmal neu zuschrauben. Das ist ein Sicherungsmechanismus. Hier dieser U-Docht, da wird durch den Kapillareffekt wird die Säure rausgesogen. Trifft auf den U-Docht, der vorne eine Verlängerung hat, die allerdings nicht auf das Vlies, die nicht am Vlies anstößt. Das tropft runter ganz langsam, und je nachdem, wie stark die Sonneneinstrahlung ist bzw. wie hoch die Temperatur ist, verdunstet mehr. Gibt es einen größeren Verdunstungsfleck oder einen kleineren? Also wenn die Temperatur höher ist, ist der Verdunstungsfleck kleiner, der Flüssigkeitsfleck. Und wenn die Temperatur nicht so hoch ist, dann ist der Fleck größer. Dadurch ist sichergestellt, dass es immer dieselbe Verdunstungsmenge aus dem Behälter raus ist. Jetzt stelle ich noch die Zarge drauf. So. Und dazu kommen jetzt dann noch meine anderen Kantholzstäbe. Und zwar aus diesem Grund, man kann die Folie weglassen, die kann man mit nach Hause nehmen oder ins Bienenhaus oder wo auch immer hin. Und damit ich die nicht immer wieder suchen muss, haben wir uns der Kanthölzer vorbereitet. Und damit die Folie da nicht reinfallen kann, legen wir die da drauf, und dann habe ich sie beim nächsten Mal gleich wieder parat. Und jetzt verschließe ich das Bienenvolk. Und als nächstes machen wir unseren Bodenschieber rein. Das ist hier die Platte, die passt genau. Und Schaumstoffstreifen habe ich mir auch schon vorbereitet. Die wird da unten reingeschoben. Und dann ist der Gitterboden verschlossen. Somit kann ich dann auch die Milben zählen, wenn ich mit der Ameisensäure fertig bin. Jetzt verschließen wir es noch mit Schaumstoffstreifen. Das hat zwei Aufgaben. Zum einen, die Säure kann auch durch die kleinsten Schlitze nicht mehr rauskommen, und zum zweiten, die Ohrenschlüpfer bzw. die Ameisen können ebenfalls nicht rein und die Milben austragen, und ich weiß dann, okay, so viele Milben haben sich im Volk befunden. Was ich jetzt noch machen muss und was auch ganz wichtig ist, ich muss das Flugloch auf ganz große Größe stellen. Naja. So. Also kommt der Fluglochkeil komplett heraus. Die Bienen können raus, wenn
die Säuredämpfe zu viel werden sollten. So, noch ein kurzer Hinweis zur Säurebehandlungsdauer. Die Ameisensäure bleibt jetzt 10 bis 12 Tage auf diesem Bienenvolk drauf. Der Grund ist folgender: Es muss ein kompletter Behandlungszyklus erreicht werden, Behandlungszyklus der Bienen, der verdeckelten Brut. Die einzige Säure, die in die Brut reingeht, ist die Ameisensäure. Und der Brutzyklus geht eben von der verdeckelten Brut angerechnet über den 9.-10. Tag bis zum 21. Tag. Und die Milben, die sich dann in der Brut befinden, fallen erst mit dem Schlupf der Biene wieder raus. Also wenn ich die jetzt 10 bis 12 Tage drauf habe und das kontinuierlich verdunstet, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich den kompletten Zyklus erreicht habe. Die erste Kontrolle der Ameisensäurebehandlung mache ich nächsten Tag. Wie vorher schon angesprochen, bei der Vorbereitung kontrolliere ich den Deckel, den Verschlussdeckel, den ich unter den zusammengeschraubten Behälter geschoben habe, ob da Tropfen drauf sind. Wie gesagt schon, muss ich das dann eventuell nochmal nachdrehen, dass das ganz zu ist. Und die weitere Kontrolle mache ich nach 2 Tagen. Da kann ich dann sehen, wie viel Ameisensäure verdunstet. Beim großen Docht sollte pro Tag ungefähr 25 Milliliter verdunsten. Beim mittleren Docht, also sprich einzeigiges Volk, 20 Milliliter. Und beim Ableger 15 Milliliter. Ich kann das an der Skalierung sehen. Und sollte die Verdunstungsmenge nicht passen, kann ich das nochmal nachjustieren, und zwar anhand des Dochtes, den ich entweder den größeren Docht benutze oder einen kleineren Docht dann reingebe in den Behälter. Den Varroa-Abfall kontrolliere ich nach 10 bis 12 Tagen, wenn ich die Verdunsterschale samt den Verdunster, in dem sich jetzt keine Ameisensäure mehr befinden dürfte, nachschaue. Ich ziehe dazu wieder die Schublade raus, die ich vorhin gerade eingeschoben habe, also auf dem Gitterboden drauf, und dann kann ich die Milben zählen. Es ist zwar nicht relevant, wie viele Milben da jetzt runterfallen, normalerweise ist es nur relevant, wie viele Milben sich noch in dem Volk befinden. Das ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Dazu haben wir ja, bevor wir überhaupt mit dem Verdunster begonnen haben, über 3 Tage diese sogenannte Windeleinlage eingeschoben. Und da konnte man anhand der Gemüllkontrolle schon sehen, wie viele Milben sich im Volk befinden. Das wird dann hochgerechnet und genauso viele Milben müssten eigentlich gefallen sein. Wir behandeln unsere Völker nur einmal mit dem nassen Heider, außer ich habe einen Ausreißer dabei, wo viele Milben runtergefallen sind und bei der Kontrolle nach 14 Tagen, so ungefähr bis dahin, dauert der Milbenfall aufgrund der Säure. Nach diesen 14 Tagen dürften sich maximal noch eine Milbe pro Tag auf der Windeleinlage befinden. Sollten es definitiv mehr sein, behandeln wir dieses eine Volk, diesen Ausreißer, in circa 6 Wochen noch ein zweites Mal mit der Ameisensäure. Ansonsten behandeln wir alle Völker nur einmal mit der Ameisensäure. Wir kontrollieren allerdings die Milben in regelmäßigen Abständen aufgrund der Bodeneinlage. Und die nächste Behandlung ist halt dann die Winterbehandlung mit der Oxalsäure. Wenn euch unsere Videos gefallen, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, den sogenannten Like.